Schwierig, holprig, aber immerhin liefen sie. Also das ist, dass sie überhaupt zustande kommen, ist ein Zeichen dafür, dass die knallharten Befürworter begriffen haben, dass sie so knallhart nicht weitermachen können. Verhandelt wurde gar nichts. Das war auch nicht unser Auftrag, sondern wir sollten sondieren, ob die Gegenseite begriffen hat, dass sie auf den Widerstand, die dieses Projekt nach wie vor in der Öffentlichkeit hat, was heißt nach wie vor, so stark wie noch nie, dass sie darauf reagieren müssen. Und das wollten wir jetzt wissen, ob sie das verstanden haben. Also sie haben verstanden, dass die Lage ernst ist, auch für sie, dass keiner Interesse daran haben darf, die Emotionalität weiter zu steigern, sondern es ist eigentlich, alle sind alle aufgerufen, bisschen die Luft rauszunehmen an der Hektik, nicht in der Form der Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit, aber zurückzukehren, um die Fakten, die jetzt neu zutage gekommen sind, aufzuarbeiten. Und wenn die Gegenseite begriffen hat, dass man auf einer Brücke, auf der man sich gemeinsam begibt, nicht die Pfeiler absägen kann, dann gibt es weitere Gespräche und wenn nicht, dann war das leider ein Versuch, der zu nichts geführt hat. Ich bin guter Hoffnung, dass wir dieses Projekt stoppen. Ob mit oder ohne Gespräche, lieber sind wir Gespräche, weil es der Kultur insgesamt gut tut in dieser Stadt. Aber zur Not, wenn Sie es nicht begreifen, dann halt ohne Gespräche, aber wir schaffen das.